Bonjour, meine lieben Freunde der feinsten Fußballunterhaltung. Es geht wieder weiter hier beim Fußballmanager 2013. Und ja, wir waren jetzt mal stehen geblieben, dass wir das erste Testspiel geschafft hatten gegen unsere zweite Mannschaft und haben das ja einigermaßen mit Bravour gemeistert. Ja, gut. Und ja, ich habe auf jeden Fall immer so, ich lese immer fleißig Kommentare. Und ich sage mal so, einige schreiben mir zum Beispiel, ich soll zum Beispiel den Bebe verkaufen. Wie ist das, der Bebe? Genau, der Bebe. Weil der Bibel, sagen wir mal, passt nicht zu Manchester United. Ja, kann man so sehen, wie er will, wie man will. Ich werde ihn aber wahrscheinlich nicht verkaufen. Ich werde es einfach so machen, dass ich ihn zusammen mit dem Nick Powell, werde ich einfach mal in die zweite Mannschaft schicken. Was sagen wir, du bist zu jung, um lange auf der Bank zu sitzen. Ich glaube an dich, aber muss dich leider in die zweite Mannschaft schicken, damit du möglichst viel spielst. Das sagen wir mal, den Nick Powell. Und was sagt er? Der Spieler akzeptiert die Entscheidung, er versteht, dass es derzeit in der S-Mannschaft für ihn schwierig wird. Ja, Dankeschön, Nick. Und wir schieben ihn erstmal in die Reserve, natürlich dauerhaft. Genauso dasselbe machen wir mit dem Bebe. Dem Bebe, ja, ich würde mal sagen, dem Bebe, den können wir auch eigentlich in die zweite Mannschaft schieben. Wie sieht es denn da eigentlich aus? Zweite Mannschaft. Ja, da haben wir den Henriquez. Ach, den haben wir auch schon in die zweite Mannschaft geschickt, ne? Genau, Co-Trainer. So. Genau, jetzt ist der Nick Powell da. Er kann aber eher offensives Mittelfeld spielen. Petrucci, der kann auch mehr offensives Mittelfeld spielen. Einer hat, glaube ich, unter den Kommentar geschrieben, weil ich ja den, wem war das? Genau, diesen, glaube ich, den Mika von der Serie kannte, weil die meinten, Maja, den muss er damals schon mal als Jugend gekannt haben. Ich glaube, es war noch beim Fußball 10. War es so? Ich glaube ja, ne? Er hat eigentlich zufällig, glaube ich, nach 2 oder 3 Jahren, glaube ich, nachher gefunden bei Manchester United und hat ihn mir gekauft. Boah. Und so sieht's aus. Damals, so kam ich damals auf ihn. Und diesen Bebe, lohnt es sich, den Bebe in die zweite Mannschaft zu schieben? Boah, kann man. Also, ich werde auf jeden Fall den hier nochmal ein bisschen verleihen, denke ich mal. Den Macheda. Ich weiß auch noch nicht ganz, wo ich ihn verleihen werde. Ich werde ihn erstmal in die Reserve verschieben. Dauerhaft, damit er ein bisschen schlechte, damit er die erste Mannschaft nicht mehr mag. Weil dann ist er viel einfacher zu verkaufen. Das ist ein bisschen ein Trick, den ich gerne anwende. Da ist. Was haben wir denn hier? Da, Vertrag, Transferstatus. So. Aktion, Vertrag, Spieler anbieten, Spieler zur Leihe. Was haben wir denn für ihn? Italien. Sagen wir es mal ganz ehrlich, ich glaube, für Italien ist er nicht gut genug. Zweiten, ja, er will aber auch nicht in die zweite Liga gehen. Italien. Er wäre gut für Florenz. Er könnte vielleicht als Ersatzstürmer spielen. Weil die brauchen da wohl anscheinend jemanden. Ich frage mal an, ob die ihn haben wollen, Leihgebühr. Gehalt bekommt dann natürlich ganz schön viel. Ja, aber sie wollen ihn gerne haben. Ja, also dann machen wir das doch einmal mal. Er wechselt da, denke ich mal, hin. Gut, wir haben noch auf jeden Fall noch 2 Tage, bevor es zum nächsten Spiel geht. Und wir müssen auf jeden Fall hier nochmal einiges gucken. Zumindest was hier unten noch ist. Was haben wir? Jugendmannschaft. Das ist auf jeden Fall wohl nicht vollständig aufgestellt. Aufstellungsassistent. Okay, was haben wir denn da? Keine. Achso, kein Mentor. Ah, das ist also das Problem. Ja, hier haben wir Adnan Januzaj. Der kann auf jeden Fall einen Mentor kriegen. Sonderbetreuung. Bevorzugte Position. Wen kriegt er als Mentor? Er bekommt auf jeden Fall jemanden, der nicht gleich sofort weg ist. Wen gebe ich ihm denn? Ich glaube, er bekommt Ashley Young von mir. Gibt es denn jetzt noch? Nur wenige Spieler, achso, und haben einen Mentor. Ah, was haben wir denn hier noch? Hier haben wir Hoeglebaum Pereira. Mein Gott, was sie alle für Namen haben. Seine Gro Noten sind noch großartig und er bekommt als Betreuer. Belgien. Er kommt, er bekommt. Nein, er soll Anderson bekommen. Genau. B-Jugend. Gibt es noch B-Jugend hier? Gibt es ja keine C- und D-Jugend mehr? Das wundert mich gerade ein bisschen.
Das ist jetzt gerade ein bisschen seltsam. Ah, hier, der ist ja schon richtig stark hier. Dieser Chris Gregan. Englisch. Wem kommst du als Mentor? Ach komm, die gebe ich jetzt mal den Shinji. Mein Gott, da geht er schon richtig ab jetzt. Schon 60. Das muss ich auch mal kurz. Achso, ich wollte ewig noch den. Der eine wird da verkauft. Ach, mein Gott, was hat er? Ach, den hat er automatisch jetzt reingesetzt, obwohl er noch nicht gar nicht spielberechtigt ist. Machen wir auf jeden Fall erstmal wieder einen Tag weiter. Auslaufende Verträge haben wir schon mal wieder einige. Ach, in der zweiten Mannschaft waren da, glaube ich, so viele. Und was haben wir hier? Ja, wir sind auf jeden Fall hier mit dabei. Der Giorgio Cinelli ist auf jeden Fall der Transfer der Woche, würde ich mal sagen. Mit seinen 26 Millionen zu Manchester City. Eieieiei, Alter, die haben auch alle Kohle hier, ne? Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Hier ist noch irgendwas Besonderes hier. Da haben wir auf jeden Fall Philipp Bardsley, ist auf jeden Fall ein alter Spieler von uns. Und ja, Körper. Ja, was machen wir? Die haben hier automatisch auf Abseitsfall und Pressing gemacht, okay. Dann machen wir hier nochmal Teamwork, Fitness. Was mir gerne so ein bisschen ausgeglichen. So. Und versuche es einigermaßen ausgeglichen zu machen. Und dann bekommt ihr noch Taktik. Taktik ist immer gut. Also ich sage mal, sogar noch Flanken was bekommen. Auf jeden Fall geht es ab nach Sylt. Und ja, Toni Kroos steht ab jetzt unter Vertrag und für 30 Millionen. Wow, Rückennummer 39. Machen wir doch einfach mal akzeptieren, wenn er das haben möchte. Spielervorstellung war Toni Kroos, weiß nicht. Komm, wir machen Pressekonferenz. 14 Tage hat begonnen. Neues Sponsorenangebot. Was haben wir denn in der Pyramide? In der Sponsorenpyramide so schönes drin. Persil und Universal. Persil bietet auf jeden Fall richtig viel. Komm, für solche lange Laufzeit können wir auch bestimmt. Na? Okay, na denn nicht. Dachte wenigstens, dass ihr mir ein bisschen mehr Geld bietet. Dafür, dass ihr so lange dabei sein wollt. Und jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal ordentlich hier eine schöne Mannschaft zusammengekriegt. Mit dem Toni Kroos auf jeden Fall. Mit dem wollen wir natürlich auch mal gleich sprechen zu Beginn. Herzlich willkommen. Ich bin sehr gut aufgenommen worden. Es ist alles wunderbar, meint er. Er gewinnt 5 Moralpunkte. Na also. Eine Nachricht haben wir auf jeden Fall schon wieder nicht gelesen jetzt. Chindicam war Ansporn durch Toni Kroos und Tyler Blackett fällt aus. Ja, passiert eben halt mal schnell, ne? Auf jeden Fall haben wir, ja, gut. Innenverteidiger würde eben halt jetzt noch fehlen. Ja, gut, dann sind dann noch neben Vanja Vidic und Phil Jones sind ja auch alle verletzt. Das bedeutet eigentlich, wir haben noch immer keinen Innenverteidiger. Transfermarkt. Blickfeld. Ja, da bin ich ja noch am Überlegen, ne, wenn ich da verwende. Kurzuma. Wäre, denke ich mal, auf jeden Fall eine ordentliche Alternative. Mit seinen 21 Jahren. Allerdings natürlich jetzt gerade mit unserem Transfergeld, was wir nicht haben, doch noch sehr teuer. Und können wir nochmal ganz kurz woanders gucken. Wie sieht die Verhandlungsstatus hier aus? Patrick Evra geht zu Liverpool. Ja, gut. Vor allem mit der FC Genua. Und wen haben wir jetzt? Ja, 30 Millionen Ablöse für Toni Kroos' Vereinsrekord. Na gut, das glaube ich eigentlich nicht, dass das Vereinsrekord ist, aber naja. Was haben wir hier? Oh, ja. Und wir haben auf jeden Fall jetzt unser nächstes Testspiel gegen den Berliner Athletic Club, glaube ich, ist das, ne? Genau. Wir haben auf jeden Fall schon mal Nachrichten wieder. Patrick Evra wechselt zu Liverpool. Macheda wird ausgeliehen. Ausbildungsentschädigung durch den Weiterverkauf ihres ehemaligen Spielers Magnus Wolf Ekrem erhalten sie von Molde. Auf jeden Fall Geld. Den hatten wir mal. Wer hatten wir den denn mal? Ah, der wechselt zur FC Arsenal. Okay. Ah ja, es kann sein, dass wir unseren besten Spieler einfach so gehen lassen, meint er. Natürlich.
Ich muss auch noch an die Zukunft denken, mein lieber Freund. Und da sieht es momentan nicht so rosig aus, weil uns auch noch einige Spieler fehlen. Der Hövedes wäre naja noch da. 19 Millionen haben wir auf jeden Fall schon wieder. Wenn ich mir bloß Namen merken könnte. Führungsqualitäten. Ja, er ist leider noch hier noch 3 Wochen verletzt. Wäre allerdings auch eine richtig geile Option. Tobi Alderweireld. Bis wohin? Bis wann ist er genau verletzt? Knieprobleme, noch 3 Wochen. Ja, das ist natürlich die Frage. 3 Wochen. Nehmen wir es hier mit unserer Mannschaft? Dann würde ich ihn auf jeden Fall verpflichten. 3 Wochen noch. Jetzt haben wir Juli. Ja, während Anfang August wäre zusammen mit dem Nemanja Vidic wieder fit. Wenn auf jeden Fall ihn mal einmal scouten. Das denke ich mal so die beste Alternative, die wir jetzt haben. Bitte scout. Achso, der ist verletzt, der kann nicht gescoutet werden. Mein Gott, was hat er nochmal? Gute Perspektiven. Ich weiß nicht. Haben wir noch einen anderen Innenverteidiger? Transfermarkt, Spieler suchen. Du. So, nur realistische Transfers. Okay, das sind natürlich mal wieder die super Einkäufe hier schlechthin. Mal noch ein bisschen Erfahrung, Führungsfähigkeit, Bekanntheit 0. Ja, das stimmt natürlich. Ah, so. Ach komm, machen wir noch einen höher. Was soll der Geiz hier? So, haben wir jetzt schon mal ordentliche Talente. Wilfried Bumar. Ach so, und dann gehen wir noch mal kurz noch mal auf das Alter noch mal ein bisschen runter. 24. Was soll der Geiz? Was haben wir denn alles hier? Neil Taylor. FC Porto. Jetzt kommen wir natürlich mehr in den teuren Bereich hier rein. Ja, ich glaube, ich hatte ihn einfach erstmal auf der Liste. Und wir begeben uns jetzt erstmal zum Spiel. Ich werde jetzt mal noch eine neue Aufstellung noch einmal anpassen. So, machen wir den Verperr mal hier hin. Dorthin. Anderson geht raus. Dafür kommt der Ashley Young rein. So soll ich ja mal spielen, wurde mir gesagt. Toni Kroos kommt auf jeden Fall mit. Der kommt gleich sogar immer schon seinen ersten Einsatz. So, die beiden können sogar offensives Mittelfeld spielen. Ndicka Gravas-Dribbler, Toni Kroos Spielmacher. Na also, wo haben wir es denn? Aufgaben, öffne Taktik, genau. Toni Kroos ist der Spielmacher. Und wir spielen, ja, wo spielen wir? Spielen wir über die Seiten oder durch die Mitte? Ich denke mal, wir spielen über die Flügel. Sturmtank ist Van Persie. Du machst mal bitte keine Distanzschüsse mehr. Das war letztes Mal ein bisschen zu viel des Gutens. Du machst auch mal bitte nicht steig gehen. Distanzschüsse machen wir mal raus bei dir. Flankenhäufigkeit. Na gut, bringt eh so nichts. Du kannst jetzt auf jeden Fall mal nach Dribblings gehen. Und du bist mal. Was kannst du denn? Dribblings, Fitness, Tacklings auf jeden Fall nicht. Kreativ, okay. Na, Nani kann es machen. Lass mal auf jeden Fall mal so Laufwege. Herr Toni Kroos muss auf jeden Fall mal mit nach hinten gehen, immer. Die beiden eigentlich müssen mal mit nach hinten gehen. Und da nach vorne sollen es auch noch gehen. Und der Nani kann auch noch mal ein bisschen mit nach hinten in die Mitte zum Decken gehen. Guti, ich würde mal sagen, wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder im Spiel. Und ja, bis gleich zum Testspiel.